Viele von unseren Kunden sind häufig mal bedrückt, wenn das Gewicht nach oben geht und machen sich Sorgen, dass der Ernährungsplan nicht anschlägt, dass sie ihr Ziel nicht erreichen werden, vielleicht, dass sie was falsch machen oder dass bei ihnen irgendwas nicht funktioniert. Und mit diesen Gewichtsschwankungen ist eine ganz große Angst verbunden. Deswegen möchte ich heute einmal darauf eingehen, was solche Gewichtsschwankungen verursachen kann. Und kurzer Hint vorab. Nein, das bedeutet nicht, dass irgendwas nicht gut läuft. Das ist ganz normal. Vielleicht hast du gerade deine Ernährung umgestellt, vielleicht machst du auch einen persönlich angepassten Ernährungsplan von Foodpunk oder du machst bei unserem Total Body Reset mit und bist super happy gewesen zu Beginn, weil die Kilos sind gepurzelt und du machst auch alles richtig. Du trinkst morgen irgendwie also ein gesundes Frühstück oder du machst dir, kochst dir ein gesundes Frühstück oder du machst einen gesunden Snack. Und mittags lässt du extra die Reis- und Kartoffelbeilage weg und auch abends hältst du dich brav quasi an deinen Ernährungsplan. Und es läuft super in den ersten Tagen und plötzlich stagnierst und dann geht dein Gewicht plötzlich nach oben und du wachst auf, stellst dich auf die Waage und es sind halt einfach 2 Kilogramm mehr als am Tag zuvor. Und da bricht für viele wirklich die Welt zusammen und das ist ein wahnsinnig emotionales Thema und es verursacht auch ganz viel Angst. Und das möchte ich euch heute. Also die Angst möchte ich euch heute nehmen, weil das ist wirklich gar kein Problem und es ist wirklich komplett natürlich. Und es gibt ein paar Gründe, die das mit verursachen und es gibt auch eine Möglichkeit, wie du deinen Erfolg trotzdem tracken kannst. Grund Nummer 1, H2O, also Wasser. Dein Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und wenn du dich mit vielen Kohlenhydraten ernährst, dann ziehen diese Kohlenhydrate, die in deiner Muskulatur zum Beispiel gespeichert sind, auch immer Wasser an sich. Und wenn du jetzt auf eine Low-Carb-Ernährung umstellst, dann werden die Kohlenhydrate verbraucht und das Wasser, das die bisher gebunden haben, das wird ausgeschieden. Das heißt, auf diese Weise verlierst du halt am Anfang sehr, sehr, sehr schnell Gewicht. Und das ist erstmal weder was Schlimmes noch was Positives, sondern einfach eine Tatsache, dass du Wassergewicht verlierst. Das motiviert natürlich, weil am Anfang relativ schnell runtergeht und plötzlich stagniert es. Und der Hauptgrund ist, dass du eben das ganze Wasser, was an die Kohlenhydrate gebunden war, ausgeschieden hast und mehr Wasser kannst du nicht ausscheiden. Und nun gibt es erstmal gefühlt ein Plateau. Das ist aber nicht schlimm, weil im Hintergrund wird die ganze Zeit Fett verbrannt. Da wird in den ersten Tagen Fett verbrannt und auch an dem Tag, wo gefühlt das Gewichtsplateau entsteht, wird auch weiterhin noch Fett verbrannt. Aber das fühlt sich nicht mehr so schnell an und mach dir da keine Sorgen, sondern halte einfach ein paar Tage durch und du wirst dann wieder merken, dass die Waage sich weiter bewegt, wenn Abnehmen natürlich dein Ziel ist. Grund Nummer 2, die Verdauung. Du isst jeden Tag unterschiedliche Mengen an Nahrungsmitteln und die sind ja irgendwo. Also bis du auf die Toilette gehst, befinden die sich irgendwo hier in dem gesamten Verdauungstrakt wahrscheinlich. Im Dickdarm werden weiter verarbeitet, zerkleinert, die Bakterien tun noch ihre Arbeit und verarbeiten die Ballaststoffe weiter. Und du hast hier eine ganze Menge Speisebrei in deinem Körper und der wiegt natürlich auch was. Und wenn du jetzt plötzlich mehr Gemüse isst, wie bei einer gesunden Ernährungsumstellung, hast du häufig eine Gewichtszunahme dadurch, dass du plötzlich einfach mehr Lebensmittel, mehr Ballaststoffe im Körper hast und die einfach schwer sind. Und je nachdem, wie viel du konkret an Lebensmittelmenge pro Tag isst, ändert sich natürlich auch die Menge an Speisebrei, die quasi noch durch deinen Körper unterwegs ist. Und auch wenn du auf der Toilette warst, ist immer noch quasi Speisebrei einfach unterwegs, weil man isst ja immer wieder und es ist ein steter Durchlauf und es ist nie alles komplett leer, sondern es wandert einfach die ganze Zeit kontinuierlich dadurch. Aber die Mengen unterscheiden sich halt, je nachdem, wie viel du wann gegessen hast und da geht es nicht darum, wie viel Kalorien du gegessen hast, sondern wie viel einfach Volumen und Gewicht du gegessen hast. Und dann geht es natürlich auch darum, wann warst du zuletzt auf der Toilette. Wenn es vielleicht mal ein paar Tage nicht so gut geklappt hat und du selten auf der Toilette warst, nimmst du Gewicht zu, weil einfach mehr Lebensmittel quasi noch unterwegs sind. Und wenn du, ich sag mal, einen relativ lockeren Stuhlgang hast oder vielleicht einen eher, ich sag mal, ganz flüssigen Stuhlgang, nimmt man plötzlich ab. Also bei einer Durchfallerkrankung wiegt man plötzlich viel weniger und das nimmt man danach relativ schnell wieder zu, ganz allein deswegen, weil weniger Nahrung in dir drin ist. Also nur für dich jetzt nochmal zur anschaulichen Vorstellung, das ist ein Grund,
warum das Gewicht natürlich von Tag zu Tag schwankt. Und wenn du mal durchrechnest, wie viel Gramm Nahrungsmittel du pro Tag isst, dann wird dir vielleicht klar, dass 1 bis 2 Kilo Schwankungen wirklich kein Problem sind. Ursache Nummer 3, deine Hormone. Wenn du eine Frau bist, dann hast du vielleicht einmal im Monat eine Gewichtsstagnation oder auch eine Gewichtssteigerung. Denn kurz bevor wir unsere Periode bekommen, ist es ganz natürlich, dass etwas mehr Wasser eingelagert wird und da steigt das Gewicht. Gar kein Problem. Und ja, ganz viele haben dann Frust, weil es nicht vorangeht, aber seid da wirklich entspannt mit eurem Körper. Gebt ihm die Zeit. Gebt euch auch mal eine Woche, in der nichts vorangeht, 2 Wochen, in denen nichts vorangeht und es wird sich dann wieder in Bewegung setzen. Es ist ganz viel eben über den Wasserstoffwechsel, über den Verdauungsinhalt und auch über die Hormone, die wiederum den Wasserstoffwechsel beeinflussen. Grund Nummer 4, du baust Muskelmasse auf. Das ist was Positives. Wenn du viel trainierst und plötzlich Sport machst, dann baut dein Körper Muskelmasse auf. Und Muskeln sind schwerer, dichter als Fett. Das heißt, du könntest eigentlich Fett abnehmen, gleichzeitig Muskeln aufbauen und an deinem Gewicht tut sich nichts. Aber du wirst es merken, und zwar an deinem Umfang. Weil Muskeln eine höhere Dichte haben als Fett, wirst du weniger Umfang haben. Das heißt, nimm dir doch mal ein Maßband zur Hand, statt immer nur der Waage als Kontrollinstrument und miss mal um den Bauchnabel, dann miss mal zum Beispiel die Oberarme und aber auch hier am Oberschenkel. Und du wirst merken, es wird oft Phasen geben, in denen dein Gewicht nicht runtergeht, aber der Umfang weniger wird. Und das heißt, du hast einfach eine Körpertransformation zum Positiven. Mehr Muskelmasse, weniger Fettmasse, insgesamt eine höhere metabolische Gesundheit. Also mach dir keinen Stress, wenn die harten Zahlen mal nicht das machen, was du möchtest. Es geht überhaupt nicht darum, was die Waage sagt, sondern es geht darum, wie du dich fühlst. Und einerseits kannst du dir so ein bisschen helfen, indem du auch mal andere Dinge nimmst, um den Erfolg zu messen, zum Beispiel das Maßband, oder auch versuchst, dich komplett von diesen Zahlen zu lösen und einfach mal zu gucken, wie geht's mir? Fühle ich mich besser? Bin ich fitter? Brauche ich weniger Schlaf oder wache ich einfach nach meinem Schlaf regenerierter auf? Kann ich besser schlafen? Bin ich entspannter? Habe ich weniger Hunger tagsüber? All diese Faktoren sind auch so wertvoll und die solltest du nicht unterschätzen, wenn es um eine gesunde Ernährungsumstellung geht. Und mein Appell an dich, achte wirklich nicht so sehr auf die Waage. Wenn du das Gefühl hast, du bist in diesem ganzen Ernährungsdschungel noch so ein bisschen orientierungslos und du möchtest gern einfach unterstützt werden und du möchtest auch motiviert werden und einfach kompetent betreut werden, dann guck dir gerne mal an, was wir so machen bei Foodpunk. Wir sind ein Team von Ernährungswissenschaftlern und wir können einen perfekten Plan genau auf dich zuschneiden. Und wenn du dann mal an einen Punkt kommst, wo du so ein bisschen frustriert bist, weil zum Beispiel das Gewicht hochgeht, dann sind wir auch für dich da und dann kann der Support auch mit dir zusammen nach einer Ursache suchen. Und du kommst in unsere große Community auf Facebook, wo mehrere tausend Teilnehmer von Foodpunk sind. Und da ist immer jemand dabei, der genau in der Situation schon mal war und ein offenes Ohr hat und einen praktischen Tipp für dich hat. Und es ist halt so schön zu lesen, auch von anderen, die sagen, hey komm, das hatte ich auch und ich habe dann 2 Wochen gewartet und dann ging alles wieder gut voran und ich war happy und ich habe mein Ziel erreicht. Deswegen entspann dich, wenn du unsere Unterstützung brauchst, guck gerne vorbei auf foodpunk.de und wir sind für dich da.